Das nächste Musikvideo ist im Kasten, das heißt, der Juni ist auch gesaved. Drittes Standbein, sagst du, oder was? Ich hab schon ein drittes Standbein hier. Bro, deine Tipps für Ernährung bei Übergewicht. Dann hör auf, Süßigkeiten zu fressen abends. Lass die Chips mal weg. Take it off, motherfucker. Hau mal raus, was Pro Bro dir gezahlt hat. Weißt du, welche Gang in deiner Gegend dominiert? Und noch fried von gestern, Bro. Also voll im Arsch, Bruder. Ein bisschen wild ist, ist darauf zurückzuführen, dass gerade Wahlen sind. Meinst du, wir können in Zukunft ohne Impfung pendeln? Oh. Das nächste Musikvideo ist im Kasten, das heißt, der Juni ist auch gesaved. Mai kommt heißt im Club, 13. auf 14. Und im Juni kommt dann, der Song heißt Video. Das war auf jeden Fall schön, Digga. Auf jeden Fall geil. Auch da war sehr, sehr struggle-mäßig so, oh, Loco ist auch da, was geht ab, Bro? Liv ist auch da. Live it in heißt du jetzt, Digga, was geht ab? Digga, geil, ich küsse dein Herz. Auf jeden Fall wird der Song Video heißen. Ist positiv, ist Vibe, Digga, ist richtig schön, so, ist richtig so, oh, ich freue mich schon, den zu droppen, weil ich kann mir vorstellen, dass der auch vielen von euch gefallen wird, so, weil da ist er so, also ich glaube, der, ich weiß nicht, ich habe manchmal so das Gefühl, so, der könnte sogar fast noch besser ankommen als heiß im Club, weil den kannst du wirklich 24 Stunden pumpen, beim Fertigmachen, beim Party machen, beim Duschen, beim Sport, Digga, der gibt dir einfach eine gute Zeit, noch 10 Tage, yes sir. Der Bro gibt uns die Sunny-Vibes. Weh schon, wie das läuft. An dem Tag released auch Manuelsen. Ich küsse dein Herz. Rauchst du auch manchmal Hasch? Mitch raucht Hasch. Ist nicht so meins, Digga. Wenn wir manchmal zusammen sind und Mucke machen oder so, ziehe ich auch manchmal am Hasch, aber das macht mich zu down so. Wie ist die Pfeife dort drüben? Was wird dort geraucht? Bruder, Pfeife ist Schrott. Komplett. Pfeife ist Schrott. Kannst du wegschmeißen, Digi. Pfeife ist echt Schrott, Digga. Also wenn wir eine Shisha-Bar, eine Lovelock-Lounge hier aufmachen würden in Mexiko-Tulum, was auch vielleicht sogar bald gar nicht so eine verkehrte Idee wäre, so viele Deutsche wie hier hinkommen, die mich kennen, da kann man auf jeden Fall noch einiges rausholen, Digga, bei den Pfeifen hier. Wirklich, Bro, das ist Schrott. Schrott, Schrott. Ich habe letztens beim Musikvideo, ich habe eigentlich erst beim Musikvideo letzte Woche das erste Mal eine Pfeife hier geraucht. Ich habe 5-mal gezogen, das war's. Drittes Standbein, sagst du, oder was? Ich hab schon ein drittes Standbein hier. Kommt noch was auf dem Lovelock Life Change Account? Ja, Bro, ich will beide Accounts auch beide für Lifestyle, Life Change. Nur muss ich ehrlich sagen, ich bin erstmal jetzt gerade hier auf Lovelock Lifestyle auf dem YouTube-Kanal, Twitch und mein Instagram. Die drei Dinge muss ich jetzt erstmal wieder auf Vordermann bringen. Mit Musik muss weitergehen. Und wenn alles so ein bisschen läuft und wenn eventuell mal einer kommt, der Bock hat, mein Management zu machen, dann kann man auch wieder mehrere Portale gleichzeitig bespielen. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, das, was ich jetzt anfange zu bespielen, so wie ich es jetzt anfange, so wird es auch durchgezogen. Und das für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, so, weißt du? Und nicht wieder so wie vorher immer. Ein paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre und dann wieder aufgehört, Digga. Das reicht jetzt. Das reicht. Long Dong Love Lock, Veju. Bro, deine Tipps für Ernährung bei Übergewicht. Bruder, gib einfach Gas, ja. Zieh durch. Das Wichtigste ist, das erwähne ich eigentlich immer wieder, aber ich mache es auch immer wieder gerne, weil es ist für mich auch eine Herzensangelegenheit, wenn es um Fitness geht und um Sport und um Healthy Lifestyle. Bro, es ist ein Lifestyle. Es ist ein Life Change. Genauso wie es der Bro vorhin gefragt hat, warum ich meinen Kanal, den Instagram-Kanal Lovelock Life Change genannt habe. Ich wollte schon immer irgendwann, wenn ich soweit bin, und wenn ich alles gelernt habe, wenn ich mein Leben so weit im Griff habe, wie ich mich wohlfühle und wenn ich glücklich bin, werde ich ein Programm auf den Markt bringen, was Life Change Program heißt. So. Und dann will ich wirklich alle Themen, die ich in meinem Leben angegriffen habe und wo ich erfolgreich in Anführungszeichen war, wo ich was gelernt habe, möchte ich weitergeben an meine Community, an die Leute, die Bock darauf haben. Und deswegen will ich dir jetzt schon mal ans Herz legen, Bro, im Themenbereich Fitness. Da wird auch der Talk immer wieder kommen. Bruder, es ist ein Life-Change. Es ist ein Lifestyle. Du musst dein Lifestyle ändern, Bruder. Wenn du fett bist, dann hast du einen scheiß Lifestyle, Bro. Du bist, was du isst. Und alles, was du isst, bist du. Und wenn du scheiße aussiehst und fett bist und dich nicht wohlfühlst, dann läuft irgendwas scheiße in deinem Lifestyle. Dann ist dein Lifestyle scheiße, Bro. Dann solltest du den Lifestyle so verändern und so anpassen, dass er dir die
Erfolge bringt oder der aus dir den Typen machst, der du sein willst, im Endeffekt so. Du musst den Lifestyle so wählen, dass es dich dahin bringt, wo du auch sein willst am Ende des Tages. Und wenn du einen guten Körper haben willst und wenn du für dich zu fett bist gerade, übergewichtig bist, Bro, dann reiß den Arsch auf, Digga. Dann hör auf, Süßigkeiten zu fressen abends, lass die Chips mal weg, geh jeden Tag zum Sport eine Stunde, achte darauf, dass du nicht so viele fettige Sachen isst, ess viel Früchte, Salat, dies, das, bla bla bla. Bro, dann brauchst du auch keine Supplements nehmen, keine Magic Pill oder irgendwelche illegalen Substanzen zu nehmen oder Tipps von mir. Nicht mal das brauchst du, Bruder. Keiner braucht das. Das Einzige, was ihr braucht, ist Disziplin und vielleicht mal Motivation von mir an der einen oder anderen Stelle so. Aber was ihr machen müsst, das wisst ihr selber, Bruder. Hast du früher im Club viel Scheiße gebaut? Wenn ja, erzähl mal ein paar witzige Geschichten. Geil, Digga. Schon überlegt, zu LIP zu gehen. LIP soll zu mir kommen. Spaß, Digga. Wenn mir eine. Pah, Digga, mit PA. Ich warte auf den Anruf, Bruder. Ich warte auf den Anruf vom PA, Digga. Oder die Nachricht so, ey, Bro, guck mal. Jetzt nach dem Song habe ich gesehen, du bist ein Motherfucker. I sign it in, Bro. Come on. Würde ich sofort machen. PA, bester Mann. Kann man mit 1000 Euro in Mexiko leben? Oder welche ist die billigste Stadt? Also, ich glaube, du meinst, ob man mit 1000 Euro in Tulum leben kann. Und ich kann das auf jeden Fall. 100 Pro. 100 Pro. Aber auch nur, weil ich ein Hustler bin, Dicker. Und mir diese Bude hier abgecheckt habe, ne? Und ich werde diese Bude hier nie wieder verlassen, weil ich einfach es geschafft habe, den Preis so weit runterzudrücken, dass ich fast nicht mal. Ich zahle fast die Hälfte von dem, was der mir am Anfang gesagt hat, Dicker. So. Und jeder, der hier hinkommt, sagt: Bro, was ist das für eine Bude, Digga? Das ist brutal. So. Und deswegen, es ist möglich, mit 1000 Euro zu leben. Ich zahle, so, das erzähle ich jetzt einfach mal, ich zahle für Miete mittlerweile nur noch 750 USD. Das sind um die 600 50 Euro und das ist brutal günstig. Der hat mir die Wohnung als erstes verkauft für 1300 US-Dollar. Dann habe ich ihn runtergehandelt auf 950. Dann gab es hier ein paar Sachen in der Wohnung. Es gab ein Leck im Dach, Wasser ist reingelaufen, Ventilator hat nicht funktioniert, Ofen war kaputt, Strom ist ausgefallen oft, Wasser ist ausgefallen oft. Und ich bin halt ein Deutscher, Bruder, und bei uns Deutschen funktioniert das halt nicht so. Wenn hier was nicht funktioniert, dann muss man auch eine Mietminderung hier einreichen, so weißt du. Dann habe ich das natürlich auch wieder so kundgetan. Und dann sind wir am Ende bei 750 USD gelandet, Bro. Und das ist für mich so, das ist der Preis, so weißt du. Das sind 600, 680, 650 Euro, Bruder, im Paradies, weißt du. Geile Wohnung, WLAN ist included. Ich zahle keinen Strom für Washer und Dryer. Ich habe einen Pool hier unten. Das Ding war komplett möbliert. Alles drin, von Kühlschrank bis Couch, bis Bett, Schrank, Bruder, Besteck, Klimaanlage, Mikrowelle, Kaffeemaschine, alles mit drin, Bruder. Und es ist dunkel hier ein bisschen. Das ist richtig geil, weil dadurch ist die Wohnung auch immer relativ kühl. Relativ kühl. Und deswegen überlege ich mir zweimal, ob ich hier nochmal ausziehe, Digga. Also Leute, ab nach Tulum. Aber wie gesagt, Bruder, ne, es ist natürlich auch, es ist natürlich auch, was wollte ich jetzt sagen, Digga? Es kommt auf die Connections an, ne? Also die Leute, die hier wohnen, auch schon länger, haben nicht so eine Preise. Der ist das. So schaffe ich es auch gerade jetzt, so ein bisschen mich über Wasser zu halten. Und ich glaube, ich schaffe es auch innerhalb kürzester Zeit auch, diesen Zweitkanal und Twitch so zu pushen, dass ich damit so 1.000, 2.000 Euro im Monat verdiene, Bruder. Und wenn das der Fall ist, Bro, dann ist mein Leben schon abgesichert. Also mein Glück von diesem jeden Tag aufstehen und keine Sorgen dann zu haben, so, ne, ist dann gesichert, Bruder. Das habe ich jetzt noch nicht. Jetzt ist es gerade noch so, dass ich morgens aufstehe und dann daran denke manchmal und sage: Scheiße, okay, du musst dich irgendwie so aufbauen, dass du keine Bauchschmerzen mehr hast, was Miete und Lebenshaltungskosten angeht, so. Und wenn das der Fall ist, Bro, ich bin dann im Paradies, Digga. Den Strand kann mir keiner wegnehmen, Sand kann mir keiner wegnehmen, das Public Gym, was for free ist, kann mir keiner wegnehmen, das Meer, die Sonne kann mir keiner wegnehmen. Deswegen, let's get it on, weißt du? Flucht vor den Schulden nicht in, man. Nee, Bro. Der ist das nicht, Digga. Der ist das eigentlich nicht. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, why not? Aber ist nicht der Plan, Bro. Take it off, motherfucker. Wie warm ist es bei dir? Ich glaube so 35 Grad, Bruder. Und noch fried von gestern, Bro. Also voll im Arsch, Bruder. Hau mal raus, was Pro Bro dir gezahlt hat. Nix.
Die haben mir erstens kein Geld gegeben und zweitens wollten die noch 50% von allem haben, was ich eingenommen habe, Bruder. Egal was, auch was nichts damit zu tun hat, so. Ob wenn ich jetzt bei ProSieben einen Gastauftritt hatte oder bei Tatort oder so. Bruder, die haben uns richtig über den Tisch gezogen, Bro. Die haben uns abgezogen, Dicker. Ehrenlos, Bro. Sag ich dir ehrlich, Bruder. Das war nicht geil, Dicker. Das war nicht geil, was die da gemacht haben. Und das wissen die aber auch selber, glaube ich, so. Ne? Schöne Grüße. Vor allen Dingen auch an Micha, Dicker. Bro, das war überhaupt nicht cool, was du da gemacht hast, Diggi. Aber Patrick zum Beispiel, ich habe brutale Liebe für den einfach so. Ich habe das auch ganz schnell wieder vergessen gehabt, was damals war, so. Weißt du? Weil man verändert sich ja auch, Digga. Die waren noch jung, die haben vielleicht nicht so viel, weiß ich nicht, Bro. Die haben vielleicht, ja, die haben ein, zwei Grenzen weniger oder ein, zwei Grenzen überschritten, so. Aber, Bruder, was willst du machen, Digga? Zwei, drei Mieten nur für AirPods ausgegeben mit Inman? Abgefuckt. Verstehe nicht, wieso das so langsam geht mit den Followern hier auf Twitch, auf Insta. Einfach 130k und hier 5k. Was da los, Bro? Ich verstehe nicht, wie Leute sich über sowas Gedanken machen, Bro. Ich gucke nicht mal selber auf meine Follower. Wenn Leute mich draußen fragen, manchmal so, ey, wie viele Follower hast du eigentlich? Juckt mich nicht, Bruder. Also früher habe ich immer Fanus gefragt. Der wusste das immer, wo der noch mit mir an meiner Seite war, so mäßig, Digga, den ganzen Tag. Bruder, ich habe keine Ahnung. Mich interessiert es nicht, wie viele Follower ich habe, Bro. Wirklich. Ich bin so, ich mache einfach mein Ding, Bruder. Und ich bin auch immer davon überzeugt, dass wenn man irgendwas geil, was geil macht, so, dann kommt es auch an. Wenn man es nicht geil macht, dann kommt es nicht an, Bruder. Und man muss immer auch ein bisschen Geduld haben, ne? Man muss auch ein bisschen Zeit rein investieren. Ich meine, ich kenne so eine Rapper wie Bones zum Beispiel, Digga, der hat, glaube ich, 10 Jahre gerappt, Bro. Und die ersten Jahre hat es niemanden gejuckt, was der macht, Bruder. Die sind aufgetreten vor 10 Jungs irgendwo in Hamburg. Der ist das so ein bisschen, Bruder. Und wenn sein soll, dann kommt irgendwann der da. Wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, Bruder, ne? Ich sag mal so, 130k Follower, schön und gut, ne? Wenn ich dieses Apartment hier gekauft habe, so, ne? Nicht nur gemietet, wenn ich das komplett gekauft habe, das Apartment hier, ne? Bruder, und irgendwie 1.000, 2.000 Euro verdienen mit Twitch im Monat, so, ne? Vielleicht noch ein anderes Apartment habe, was ich dann vermiete, so. Meine Frau hab, mein Kind hab, so. Gemütlich, Bro. Jeden Tag am Beach mein Yoga machen und so ein Scheiß, Digga, ne? Und ab und zu mit euch hier quatschen, matschen, dies, das, Mucke machen, Songs aufnehmen, Bruder, geil, Songs raushauen und so. Bro, was juckt mich denn, wie viele Follower ich hab, Digga? Weißt du, wie ich mein, so? Weil dann bin ich glücklich, Bro. Fuck, Digga, da will ich hin. It's Chris 32, Bro. Ungelogen, ich schau keinen anderen mehr auf Twitch außer dich. Ich küsse dein Herz, Bro. Kannst aber auch mal dann ein Abo da lassen, ne? Der war eklig. Bester Mann. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann das kalte, typische Deutschlandwetter vermisst nach ein paar Jahren? Ja, safe. Aber nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss da leben, so. Aber ich glaube, so alle paar Monate mal wieder nach Deutschland zu gehen, auch mal wenn es nicht so warm ist in Deutschland, wieso nicht, Digga? Es ist ja immer noch. Meine Genetics auch irgendwie, ne? Ich bin ja Deutscher vom Blut auch. Ich muss mich, glaube ich, erstmal an die Hitze hier gewöhnen. Ich merke aber auch, ich komme damit relativ gut klar, weil ich auch das, glaube ich, irgendwie. Ja, ich glaube, in der Genetik irgendwie verankert habe durch die afrikanischen Gene. Und da muss man sich halt auch ein bisschen dran gewöhnen. Und dann ab und zu mal pendeln, why not, Bro? Komm zurück nach Mannheim, Bre. Warum? Warum soll ich das Paradies verlassen, Bro? Dann noch mehr Miete bezahlen in Mannheim, wo ich die ganze Zeit dann so eine Fressen sehe. Abgetönte Fressen, die keinen Bock haben zu leben eigentlich, aber sich irgendwie über Wasser halten. Und wenn du fragst, und wie geht's? Ja, muss, Bruder. Was geht sonst so? Nix, Bruder, du weißt doch, BASF arbeiten, Bro. Weißt doch, Digga. Abends nach Hause so. Einen buffen. Weißt doch, immer gleiche, Bro. Bruder, hör mal auf, die haben mich gefickt. Meinst du, wir können in der Zukunft ohne Impfung pendeln? Oh, der ist ein bisschen schwer, Digga, ne? Hast du recht, Digga. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. BASF Homeoffice, sind immer, ja, Homeoffice sogar, Bro. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, Digga. Homeoffice, Frau geht mir auf den Sack, Kind will die ganze Zeit irgendwas machen, Digga. Ich darf nicht raus, ich darf nicht zum Sport gehen. Mann, scheiße.
Nee, was? Ja, das mit den Impfen kann natürlich einen Strich durch die Rechnung machen, wenn es ums Pendeln geht. So, ich hoffe, ich kann zu euch kommen, so, weißt du, in Zukunft. Weil ich werde mich halt nicht impfen lassen, so, weißt du? Bis zum Tod nicht. Und das ist kein Spaß, Digga. Wirklich. Selbst wenn ich wüsste, dass das Zeug safe ist, würde ich es nicht machen. Aus Prinzip einfach. So, deswegen, also wenn es angeblich safe ist. Safe ist es ja sowieso nie. Es gibt ja immer so ein paar Fälle beim Impfen. Schon damals als Kind war das so, die halt irgendwie schief laufen beim Impfen. Das ist so irgendwie immer so, ne? Eine Quote irgendwie. Und Digga, ich weiß ja, dass ich hier in Mexiko auf jeden Fall leben kann, so, wenn die ganze Welt sich impfen lässt. Also ich gehe dann halt so in das abgefuckteste Land, wo es halt dann nicht Pflicht ist. Selbst wenn die das hier in Mexiko machen, und sie sind ja auch nah am Amiland dran und so, wenn die das hier irgendwie durchziehen. Nee. Nee, sorry. Also das geht ja gar nicht. Ich habe jetzt gerade das Kartell vergessen und so. Nee, geht nicht, Bro. Hier werden die es nicht durchziehen können, deswegen kann ich hier auf jeden Fall bleiben, so. Afrika, denke ich, kann ich auch hin. Irgendwohin halt, wo ich mir darüber keine Gedanken machen muss, so. Aber du bist schon gegen bestimmte. Ja, bin ich. Ich bin gegen ein paar Sachen auf jeden Fall geimpft, Bro. Das, was man so als Kind macht, ne? Und ich bin auch kein Impfgegner allgemein so. Ne? Ich bin jetzt keiner, der. Ich bin jetzt nicht in der. Also meine Mutter hat uns auch geimpft. Wie heißt das? Tetanus und so eine Sachen. Soul Survivor, Vegio. Weißt du, welche Gang in deiner Gegend dominiert? Ich weiß nur, dass es jetzt gerade hier ein bisschen wild ist. Das Erlebnis, was ich auch hatte am Strand, ist darauf zurückzuführen, dass gerade Wahlen sind und ein neues Kartell versucht, sich hier durchzusetzen. Jüngere Leute wollen irgendwie den Spot Tulum irgendwie übernehmen, so. Deswegen haben die auch auf den Club geballert hier letztens. Deswegen wurden auch Leichenteile in der Tasche gefunden von einem Einkaufsladen hier. Eine Woche. Vor einer Woche. Deswegen war die Scheiße hier auch am Strand und so. Das sind so neue. Ich habe ein Interview gemacht mit Radio Tulum. Könnt ihr mal googeln, das ist so ein Space hier. Ich habe ein Interview gemacht mit dem Brother da und der hat halt auch erzählt, dass das Kartell zum ersten Mal, also das neue Kartell zum ersten Mal in seinem Club war und da verkaufen wollte. Am Mittwoch. Vorletzte Woche. Und die waren halt ekelhaft drauf und dann hat er die Party zugemacht, so weißt du. Die Jungs, die das vorher da, also du musst vorstellen, wenn du, wenn du hier einen Club hast oder so einen Beachclub oder wenn du irgendwie einen Space hast, wo Veranstaltungen sind und so, musst du halt die Dealer dahin kommen lassen, so, ne? Die kommen dann dahin vom Kartell und die verkaufen dann halt da Drogen, so. Das ist so der Deal. Das ist so das Schutzgeld, was du bezahlst, in Anführungszeichen, so. Und, aber an diesem letzten, vorletzten Mittwoch waren halt zum ersten Mal die neuen Leute da, so. Die hat er nicht so gefühlt. Und dann hat er gesagt, so, die Party stoppe ich jetzt an der Stelle, so. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding noch weitergeht. Das ist ein Inder, der hat Eier auf jeden Fall. Ich habe das Interview mit ihm gedreht, das werden wir auch auf dem Lovelock Lifestyle-Kanal hochladen wahrscheinlich. Ist krass auf jeden Fall, was hier teilweise abgeht. Weil auch Leute in meinen Kommentaren geschrieben haben, so von wegen so, ja, Bruder, du bist doch gerade im Urlaubsgebiet und da kann doch nichts passieren und ist doch alles voll easy, Rest von Mexiko, was redest du von Gangs, der tut so, als ob es krass ist. Hat einer tatsächlich in die Kommentare geschrieben, dass Tulum ist doch nur ein bisschen schlimmer als Deutschland. Bro. 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 Also wie gesagt, die Sachen, die ich erzähle, sind real und ich mache das nicht, um irgendwie, weißt du, ja. So, wir reagieren heute. Ich habe wieder ein paar Videos mitgebracht hier heute.